Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkey. Ist das die DAX-Analyse für den Freitag, den 12.04.2024? Und unser DAX hat ja erstmal die Hand reingehalten bekommen, hat den Verkaufsdruck sozusagen ein bisschen ausgebremst, auch wenn wir zum Donnerstag definitiv nochmal Druck nach unten gesehen hatten. Wir haben uns gestern drüber unterhalten, dass mir die Aufwärtsbewegung, die er drin hatte, so nicht so ganz gefallen hat. Ich mir deswegen auch vorstellen könnte, dass wir nochmal neue Tiefs kriegen. Deswegen hat mir gesagt, wenn er hier frühe 18.100 eine rote Stundenkerze nach unten schickt, dass das dann durchaus schon Basis sein könnte, um hier eben ein neues Tief zu reißen und eben auch 17.880 bis 17.800 zu erreichen. Er hat gesagt, dass das auch eine Möglichkeit wäre, vielleicht sogar einen Short zu handeln. Wir haben auch einen Short reingelegt, haben den sogar noch rausgekriegt, bevor dann hier vom ersten Tief weg eine deutliche Gegenbewegung reinkam. Ich glaube, dass die Bewegung auch den einen oder anderen ganz schön aus dem Konzept gebracht haben könnte, weil es war ein neues Tief, was aufgekauft wurde. Das ist ja eigentlich eher ein bullisches Signal. Dann kam eine schöne grüne Stundenkerze, also durchaus eine Signalkraft nach oben, gefolgt von einmal komplett nach unten umgedreht, ein neues Tief, was eigentlich anzeigt, hey, nee, nichts mit Erholung, wir wirken das Ganze ab, wir brechen das Ding jetzt komplett nach unten, neues Tief, und dann aber von hier wieder eine Umkehr, wieder grüne Stundenkerze, wieder komplett nach oben zurückgelaufen, wieder alle Rücklaufpunkte überrannt. Und können mir vorstellen, dass dieser kleine Schlenker hier doch den einen oder anderen gestört hat. So an sich, von dem, was wir betrachtet haben, war es dennoch ja ein schöner Tag gewesen. Ja, also diesen einen Schlenker hier rausgerechnet, haben wir unter 18.100 klar gehandelt, der war gar nicht drüber, und haben unten die wichtige Station 17.880 bis 17.800 erreicht. Wo ich ja gesagt hatte, dass das für mich auch wichtig wäre, auch für ein mögliches Ende dieser Bewegung. Na, wenn wir es als Flagge werten oder wie auch immer, würde heute auch anfangen, mal hier eine Kante mit oben raufzusetzen, dass man jetzt hier zwei Hochpunkte sich einfach sucht, um die höchstmöglichste Abwärtstrendlinie zu ermitteln, und die liegt dann im Bereich um 18.150 und gehe eigentlich schon fast davon aus, dass das auch zum Freitag jetzt angelaufen werden könnte. Vielleicht sogar angelaufen wird und dann seitlich rausschließt, ohne dass er jetzt schon einen brachialen Ausbruch hinmacht und das hinlegt. Aber ich würde jetzt hier schon dahin tendieren, zu sagen, wir setzen hier jetzt mal eine Flagge drauf oder eine Ausbruchskante und sagen, wenn der Markt hier wieder rausgeht, dann hat er das Potenzial, hier wieder hochzuklettern und auch deutlich weiter. Ich würde es aber trotzdem erstmal ein bisschen beschränkter behandeln, würde ihm noch nicht zu viel Luft oben rausgeben, weil mir die Umkehrsignale auf Wochenebene eigentlich schon gut gefallen. Ja, ich mir durchaus vorstellen könnte, dass da noch ein bisschen was wird, aber wir haben gestern ausgiebig drüber gesprochen, dieses korrektive Verhalten, dieses Zurückzucken immer wieder, diese starken Gegenbewegungen, dass auf sowas häufig Dynamik nach oben folgt. Und auch wenn wir jetzt hier links gucken, die letzte Flagge, die wir gesetzt hatten, wie die aufgelöst hat, nach der inneren Struktur, da kriegt man ein bisschen den Eindruck, wo es hier noch hinführen kann. Ja, dennoch denke ich, dass unser DAX durchaus das Zeug hätte, hier das Hoch auch noch ein bisschen zu halten. Ein paar Wochen zumindest noch. Also gerade so bis Ende April. Vielleicht sogar bis Mitte Mai rein. Könnte ich mir gut vorstellen, dass das ja auch noch andauert. Würde aber eher erwarten, dass ein bisschen stärker seitwärts orientiert sich noch entlädt. Na, er hat jetzt hier mit mit viel Tamtam, mit viel Kanonen versucht, das Ding zu versenken. Es gelingt ihm auch nicht. Er wird immer wieder hochgezogen. Ja, und würde jetzt quasi auch erwarten, dass er am Freitag da ein bisschen Spannung rausnimmt. Und dann wird sich das hier noch ein bisschen entladen. Und irgendwann, das hatte jetzt auch einer in den Kommentaren geschrieben, irgendwann werden auch die Verkäufe wieder zu Käufern. Genau, wenn sie nämlich aus ihren Positionen raus müssen. Und das wird dann interessant, aber hier jetzt noch nicht, heute noch nicht. Dennoch sollte man den Blick auf den Abwärtstrend legen. Auf den kurzfristigen zumindest, auf die kleine Korrektur, die wir hier drin haben. Und das beachten, wenn wir aus der Trendlinie oben rausgehen. Und die ist eben im Bereich um 18.150. Und da ist jetzt wirklich der Fokus für die nächsten Tage. Wenn wir nämlich darüber handeln, sollten wir dem DAX deutlich mehr Bewegungsspielraum dann wieder nach oben zusprechen. Solange jetzt aber hier noch bleibt, hätte er insbesondere auch Möglichkeiten, aus so einem Bereich wie in der 18.80, 18.120 hier auch sogar nochmal wegzuverkaufen. Ja, und ich sag's mal so. Wir haben nach wie vor die tieferen Hochs, wir haben nach wie vor die tieferen Tiefs. Es spräche letztendlich auch nichts dagegen, da nochmal ein neues, tieferes Tief reinzuflanken. So für sich passt das Tief hier sogar unter dem,
Allerdings recht gut ins Bild. Auf den Donnerstag, also für meinen Geschmack, könnte ich mir sogar vorstellen, dass wir das Tief Freitag nicht unterbieten, auch Montag nicht unterbieten, vielleicht sogar Dienstag nicht unterbieten. Ja, sondern dass er sich jetzt hier erstmal wieder versucht, ein bisschen an den Abwärtstrend zu nähern und vielleicht sogar mal einen kleinen Ausbruchsversuch macht. Denn eines ist hier definitiv festzuhalten: die Abwärtsbewegung, die Verkäufer kriegen den Markt immer wieder plus bis zur nächsten Marke geschlagen. Und von dort kommt schon die nächste starke Gegenbewegung. War jetzt hier auch so. Sogar direkt am neuen Tief kamen Käufer rein. Ja, die wurden wieder nach unten zerschlagen. Bin ich dabei. Für alle, die sagen, hey, hier, der macht das doch gut nach unten. Er macht das gut, aber er wird einfach zu doll nach oben hochgezogen. Das ist rein nach Theorie, nach Basiswissen, Lehrbuch und so weiter. Einfach zu korrektiv, wie er fällt. Dadurch, dass immer wieder so stark zurückgekauft wird. Ja, und das zeigt einfach, dass die Käufer, die drinnen sitzen, diese kleinen Rücksätze immer wieder als Kaufchancen nutzen. Immer wieder den Markt aufgreifen, im Einkaufen, weil sie eben noch von noch höheren Kursen ausgehen. Und in dem Moment, wo die dann wieder die Überhand nehmen und die Verkäufer rausspringen müssen, dann kriegen wir wieder eine Trendbewegung, die vielleicht sogar ein neues Allzeithoch dann nach sich ziehen kann. Ist jetzt noch Zukunftsmusik, weil dafür müsste der Trend erstmal brechen, aber dieses starke Schneiden der Bewegungswellen, was wir überall drin haben, wirklich in jeder einzelnen Strömung, die wir hier vom Hoch weg gesehen haben, ist sehr, als ein starkes Indiz dafür, dass das eben den baldigen Abwärtstrendbruch dann auch nach sich zieht, der dann wieder in den übergeordneten Aufwärtstrend übergreift. Okay, also dennoch ein bisschen aufpassen im Bereich um 1880, 1821 wäre eine schöne Marke, um nochmal runterzudrehen. Runterzudrehen können im Grunde gut und gerne bis zur 1789, 1749. Tiefer würde ich ihn zum Freitag nicht sehen. Sollte tiefer gehen, würde mich das überraschen und ich würde den Markt schwächer einordnen und würde dann auch wieder short handeln. So wie wir das jetzt auch am Donnerstag gemacht haben, würde dann auch short an der Stelle freigeben. Auf dann sogar schon 17.800 nach dem gleichen Wirkprinzip wie die letzten Male. Wenn er einem bei Jahre dann mit einem neuen Tief wieder untersteigt, dass dann eben auch die nächste Marke dann eben auch dran ist. Ja, gut. Soweit so klar. Geht da drüber, rechne ich mit 18.150, erwarte aber keine klare Ausbruchsbewegung. Ich erwarte nicht, dass der hier oben richtig rausknallt, sondern eher, dass wir seitwärts rauslaufen. Ja, aber dennoch, über 18.120 kriegt der vom Touch oder 18.140, wo sie hier liegt, je nachdem wann er rankommt, 18.150 bis 18.120 über den Tagesverlauf liegt die Abwärtstrendlinie und sobald wir drüber notieren, kriegt er wieder einen positiveren Touch rein in die charttechnische Situation. Gut, ich mache hier zu. Wer sich noch für ein Seminar interessiert, melden möchte, meldet euch. Ich mache am Samstag den nächsten Schwung an Mails wieder fertig für die, die sich jetzt noch gemeldet haben. Und hänge euch hier Mail und so weiter wieder hinten dran. Wünsche euch viel Erfolg am Freitag, schönes Wochenende schon mal. Und dann hören wir uns am Sonntag wieder für das Video dann zum Montag. Bis dahin, tschüss.